Und jeder für sich. Und jeder für sich. Der Offizier Hans Hermann von Katte ist einer der wenigen Vertrauten des Kronprinzen. Ich halt's nicht mehr aus. Ach komm, noch 3 Lektionen, dann sind wir ihn quitt. Ich meine meinen Vater, Katte. Den Menschenfresser. Er triezt mich und er erstickt mich. Immer nur nach seiner Fasson. Ich verliere meine Seele. Preußen auch. Ein schweres Los, ja. Und für wie lange noch, hm? Ich hau ab. Bist du verrückt? Du bist wahnsinnig. Der wird dich als Deserteur brandmarken, als Hochverräter. Wird seine ganze Armee auf dich hetzen. Bis nach England reicht sein Arm nicht. Komm mit, Katte, bitte. Auch wenn wir Freunde sind, niemals. Ich habe nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, das weißt du. Aber du verstehst das? Sollte ich es nicht, mein Lieber? Sei vorsichtig, ja. Friedrich der Große war auch mit knapp 18 Jahren meiner Ansicht nach schon in der Lage, sich genau zu überlegen, wie er es seinem Vater heimzahlen konnte. Und da bot sich natürlich die Flucht an. Denn es wäre natürlich für Friedrich Wilhelm I. eine Blamage erster Güte gewesen, wenn es sein Sohn geschafft hätte, sich aus seinem Machtbereich zu entfernen und ins Ausland zu fliehen. Die Chance zur Flucht ergibt sich im Sommer 1730, als Friedrich seinen Vater auf eine Reise nach Süddeutschland begleitet. Im kleinen Ort Steinsfurt bezieht die Reisegesellschaft am 4. August Quartier. Am nächsten Morgen ist Wecken um 5. Friedrich aber ist 2 Stunden eher auf den Beinen. Es wird ernst. Schon mal die Pferde. Aber leise. Was Friedrich nicht weiß, sein Vater hat einen Brief an Katte abgefangen und längst Kenntnis von seinem Vorhaben. Die unbedarft geplante Flucht endet bereits, bevor sie begonnen hat. Lass er den Säbel! Ich bin Prinz Friedrich. Jetzt ist er ein Deserteur. Ich bin Prinz Friedrich und kann gehen, wohin ich will. Dann zeige er doch mal den Passierschein. Ich brauche keinen und befehle ihn! Der König, Ihr Vater befiehlt, tot oder lebendig? Ich habe ihn unterschätzt. Ich habe nicht geglaubt, dass er bis zum Äußersten gehen würde. Mein Gott. Also ihm war klar, dadurch, dass er andere Mächte von seiner Flucht vorher informiert hatte, gehört das in die Kategorie Hochverrat. Auch, dass er als Mitglied der Armee sich entfernt, galt damals als Desertion und auf Desertion stand der Tod. Friedrich wird in der Festung Küstrin inhaftiert. Auf Anweisung des Vaters ohne Komfort oder bevorzugte Behandlung. Zu gleicher Zeit tagt das vom König eingesetzte Kriegsgericht. Es verurteilt den Mitwisser Katte zu lebenslanger Haft. Für Friedrich erklärt es sich für nicht zuständig. Der Vater Friedrich Wilhelm schäumt vor Wut und diktiert ein neues Urteil. Ihr Vater erkennt das Urteil nicht an. Zeigt er sich gnädig? Sehr gnädig, was euch betrifft. Und
Kate? Und Kate? Tod durch das Schwert. Der König lässt ferner ausrichten, es sei ja wohl besser, dass Kate stürbe, als dass die Justiz aus der Welt käme. Doch damit nicht genug. Kann ich noch einmal sprechen? Seine Majestät, der König, befiehlt, dass jeder Hinrichtung des kassierten Leutnant Hans Hermer von Katte zuzusehen habt. Katte! Alles umsonst. Aber Gott ist mit mir im Spiel. Mein Vater soll ich in Richtung abschieben. Sag meinem Vater, dass ich Krone und Zepter gebe, wenn er nur die Hinrichtung abschiebt. Mein Leben für das Seine. Sagt es ihm! Sagt es ihm! Mein Lieber, wir sehen uns an höherer Stelle. Ich bin bereit. Es ist die letzte blutige Zuspitzung dieses Krieges zwischen Vater und Sohn. Wer ist hier Sieger? Wer der Besiegte? Ich glaube, dass Friedrich Wilhelm wirklich den Versuch unternommen hat, den Willen dieses Kronprinzen zu brechen. Das ist sicher seine Absicht gewesen, mit der Konsequenz, dass der dann wahrscheinlich auf den Thron verzichtet hätte. Er hatte ja einen weiteren Sohn, den er überhaupt viel mehr mochte als Friedrich und durchaus sich als seinen Thronfolger vorstellen konnte. Friedrich bog sich, aber zerbrach nicht. Die seelischen Verletzungen allerdings blieben. Und aus Friedrich dem Opfer wird nach und nach Friedrich der Täter. Niemand wird ihm das Wasser reichen können in der Kunst der Verstellung, in verletzendem Spott, in Willenskraft. Friedrich erweist sich als härter, als sein Vater es je geahnt hat. Er hat alles auf eine Karte gesetzt mit der Flucht. Diesmal hatte er verspielt gehabt. Andere Male wird er wieder genau das Gleiche versuchen. Er wird immer wieder dieses Alles oder Nichts wagen. Und andere Male gelingt es ja auch. Das heißt, er hat nicht aus dieser Hinrichtung seines Freundes gelernt, ach, sowas darfst du nicht mehr tun, sondern er hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Um der Festungshaft zu entgehen, unterwirft sich Friedrich dem Willen des Vaters. Er gibt den folgsamen Sohn, er willigt sogar in die Heirat mit einer Kandidatin ein, die ihm sein Vater vorsetzt. Die Unglückliche ist Christine von Braunschweig und es darf bezweifelt werden, ob die Ehe je vollzogen wurde. Friedrich nennt sie eine Gans und lässt Freunde wissen: Ich heirate als Mann von Lebensart. Das heißt, ich lasse Madame ihrer Wege gehen und tue, was mir gefällt, schreibt er. Vive la liberté! Der große Friedrich ganz Chauvi und Anhänger sexueller Freiheit, was wohl nicht ohne Folgen bleibt. Es gibt ja eben diese Beziehungen zu einfachen Bauernmädchen, von denen immer wieder auch in seinen Briefen die Rede ist, mit denen er durchaus im Geschlechtsverkehr gehabt hat. Das ist wohl erwiesen, dass er da eine starke Geschlechtskrankheit bekommen hatte, die man dann operativ zu beseitigen versucht hatte und dann die dann also bis zum gewissen Grade missglückt zu sein scheint. Friedrich der Große, ein Kastrat? Er selbst hat darüber natürlich kein Wort verloren. Fest steht, er bleibt kinderlos. Ob durch einen ärztlichen Kunstfehler oder aus Überzeugung, hoffen wir für ihn auf Letzteres.
Das zwangsverheiratete Paar bezieht das kleine Schloss Rheinsberg. Die Ehe verschafft Friedrich des Tons zum tyrannischen Vater die ersehnte Luft zum Atmen. Und Friedrich atmet in vollen Zügen. Man tanzte viel in Rheinsberg, es war Musik, man unterhielt sich, alle waren fröhlich. Jeder, der aus Rheinsberg berichtet, sagt, es war eine tolle Stimmung, war alles super. Nämlich der Intellekt gepaart auch mit den Entspannungselementen. Und dazu gehörten für Friedrich auch eine Fülle von Frauen. Er selber sagt einmal, was wäre denn mein Rheinsberg ohne die Frauen? In Rheinsberg genießt Friedrich es, der Mittelpunkt seines selbstgeschaffenen Kosmos zu sein. Er versammelt Maler, Musiker, Schriftsteller und Philosophen um sich und findet endlich gleichwertige Gesprächspartner. Friedrich liest wie besessen, vor allem Werke der Aufklärer. Es war die große Zeit, in der sich der Glaube an die Vernunft durchsetzte. Der Star aller aufgeklärten Geister in Europa ist Voltaire, ein französischer Schriftsteller und Philosoph. Und dieser Voltaire erhält Post vom Preußenprinzen Friedrich aus Rheinsberg. Wir müssen uns vorstellen, Friedrich in seinen wunderbaren Rheinsberger Jahren, wo er ja so viel Zeit hatte, schrieb 1736 erstmals an Voltaire. Und Voltaire, der große Dichter, wesentlich älter als Friedrich, hätte sich daraus eigentlich nichts machen brauchen, dass ihn so ein kleiner Kronprinz einen Brief schreibt. Aber Voltaire war sofort geschmeichelt, weil dieser kleine Kronprinz war der berühmteste Kronprinz, der berühmteste Prinz Europas, weil jeder ja das Schicksal Friedrichs kannte. Also die Klatschpresse funktionierte damals genauso wie heute. Jedenfalls, man sieht, wie stark Voltaire geehrt war, denn er schreibt binnen 4 Wochen an den Kronprinz einen Brief zurück. Da kann man sagen, hier haben sich 2 gefunden, die bewundert werden wollen. Ein Wettstreit des Schmeichelns beginnt, in den Voltaire und Friedrich sich mit immer neuen Komplimenten übertreffen. Keiner Seite mangelt es beim Schriftwechsel an Hintergedanken. Voltaire sieht in Friedrich eine vielleicht unerschöpfliche Geldquelle. Friedrich in Voltaire den künftigen Verkünder seiner Taten. Er sollte ihm einen Platz im Olymp des Geistes sichern. Voltaire war für Friedrich den Großen der Lautsprecher in die intellektuelle Welt Europas hinein. Er konnte davon ausgehen, dass die Briefe, die er Voltaire schreiben würde, an die Intellektuellen Europas, insbesondere in Frankreich, weitergegeben würde. Der aufgeklärte Prinz verfasst eine Streitschrift gegen den Florentiner Machiavelli. Der behauptet skrupellos, List und Tücke, Verrat und Krieg, alles ist den Fürsten erlaubt, um Macht zu erwerben und zu erhalten. Moral spielt keine Rolle. Der Kronprinz setzt dem eine Staatskunst entgegen.